Ich eine leichte progrediente Entwicklung gehabt, das Harry. Progrediente ist Gegenteil von Regrediente, damit wir vom selben reden. Aber Gott sei Dank haben ja meine Eltern dann 2 Jahre später nur mehr nachgelegt, diesmal in rosarot. Ja, der 2. Prototyp war einmal fertig. Ne? Und 5 Jahre später endlich ein serienreifes Modell nach diesen 2 schnellen Brütern halt. Ne? Das Maximum. Das Licht der Welt erblickt, kurz Max genannt. Endlich haben meine Schwester und mein Bruder das passende Spielzeug gehabt. Für meine Schwester war ich sowas wie der schwule Ken für ihre Barbie-Puppen. Und für meinen Bruder war ich der Philips Experimentierposten. Ne? Dass ich heute hier vor euch stehe, verdanke ich nur einem Zufall. Beziehungsweise verdanke ich der Firma Birkenstock. Weil seit ich 5 Jahre alt bin, weiß ich, dass Kork ein guter Isolator ist. Steckdosen getestet von mir, aufgrund von S. Und dass der Harry noch da ist, gut, das hat die Evolution so eingerichtet. Ne? Ich meine, sagen wir uns ehrlich, Quallen haben auch 500 Millionen Jahre ohne Hirn überlebt. Das geht. Ja, aber das mit dem Experimentieren ist relativ bald losgegangen. Und ich muss euch ja meine Memoiren ein bisschen näher bringen. Es war so, der Harry war 8, ich war 1, der Christian, sein Freund, war 8, der Franzi war 1. Und die beiden schieben die Kinderwagen durch den Hof und kommen auf die Idee, Kinderwagenrennen, der große Preis von Italien. Und ich muss zugeben, da nickt einer sehr wissentlich, ich muss zugeben, unser Hof in der Lorenz-Dora-Straße war für so ein Unterfangen prädestiniert, weil die Wegeführung im Hof war so eine gute Mischung zwischen Monza und Monte Carlo. Ein bisschen später stehen wir alle am Start, also ich und der Franzi liegen, die anderen sind gestanden. Ne? Und der Reitbauer, der Nachbarbauer hat mit der Sparefrau-Fahne. Yes. Mit der Sparefrau-Fahne hat das Rennen freigegeben. Ne? Die 2 sind los und nach 10 Metern. Ne? Weil ich bin ja, in Fuhren ist der Franzi gestanden. Ne? In der Pole Position ist der Franzi gestanden. Ich am 2. Platz, warum, weiß ich nicht. Wahrscheinlich habe ich es qualifying verschissen. Ne? Ich liege da drinnen in meinem grünen, ledergut gefederten Panorama-Kinderwagen mit Klappfenster. Das ist der, wo du, wenn du am Bauch liegst, gut rausgeschaut hast, kennen und du hast gesehen, wer die seit der Geburt verschaukelt. Ne? Der Franzi fuhr im Ferrari-roten Brands Patra-Modell mit 2 Beißringen und einem Einkaufskorb. Dafür ohne Fenster, aber in der Pole-Position. Ne? Und die sind losgestartet. Und nach 10 Metern schon hat der Harry zum Überholen angefangen. Und was jetzt passiert, das kennt ihr von der Formel 1, ne? wenn keiner nachgibt, wenn beide das Verstappen-Syndrom hat, die raffen sie ineinander, verschachtelt, kann man fast sagen. Ne? Und es war so, dass, wie soll ich sagen, da sind schon gute Leute ausgeschieden beim Start, also wirklich gute. Und ich und der Franz haben auch schon alles ausgeschieden, was wir gehabt haben. Es war auf Höhe, was ich mich erinnern kann, also es war gleich bei der Sandkistenschikane, also kurz nach dem Teppichklopfschlangentunnel, Anfahrt Kaktuskurven. Ne? Da haben sie die 2 Raffen verfangen und mir hat es drüber gehauen und uns hat es ausgekommen. Also eigentlich hat es nur mir ausgekommen, weil der Harry hat in derselben Sekunde am Motorschaden vorteilst und geschnibbelt. Ne? In meinem Panoramastübel war Sperrstand und ich bin rausgekommen. Und jetzt heißt die Kaktuskurve ja deswegen eine Kaktuskurve, weil sie dort 3 Sitzreihen von diesen Schwiegermutterstühlen einpflanzt haben. Solche Goldkaktussen haben sie dort einpflanzt. Diese grünen, runden, aggressiven Gurken. Außen in Zeitlupe, hat es ja nicht gegeben, Zeitlupe, aber laut ärztlichem Befund hat man mich nach diesem Rennunfall einfach im Stich gelassen. Genauer gesagt waren es 237 einzelne Stiche. Ich habe ausgeschaut wie der junge Jesus von Nazareth mit meiner Dornbirne. Da bin ich drin gelegen. Natürlich habe ich geschrien. Ja, die Rennleitung ist gekommen. Die Rennleitung war sofort da, die Mama. Ne? Der Harry ist da gestanden. Soll sich nicht aufbohren, der Kleine. Die Zeit heilt alle Wunden. Paff, hat sie mir nicht geschmiert. Ich habe gesagt, warte ein bisschen, ist gleich wieder gut.